Wenn du alles Unmögliche ausgeschlossen hast, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unglaublich diese auch erscheinen mag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer parapsychologischen Untersuchungen. Ja, heute sind wir in den Pfarrer-Kraus-Anlagen, die nach dem gleichnamigen Pfarrer Johann Baptist Kraus benannt sind. Johann Baptist Kraus ist geboren 1805 und kam 1834 nach Arenberg-Koblenz und übernahm dort die Pfarrei und begann im Jahre 1845 mit dem Bau dieser Anlagen, in der wir uns heute hier befinden, mit dem Ziel, die christliche Geschichte, die wichtigen Meilensteine der Bibel optisch besser darzustellen in Bildkunst, weil viele zu der Zeit nicht lesen und schreiben konnten und daher versucht, mit Figuren und Bildern darzustellen. Es gibt insgesamt über 60 kleine Kapellen oder Betstöcke, wo dann verschiedene Stationen dargestellt sind. Das war auch sein Lebenswerk. Im Jahre 1893 ist er verstorben. Bis dahin wurde eifrig hier gebaut. Danach wird es ein bisschen schwammig. Manche behaupten oder meinen, er wäre hier gestorben und sein Geist ginge um. Andere sagen, es waren andere Pfarrer. Wieder andere Quellen sagen, hier ist gar nie jemand nachweislich gestorben. De facto ist aber so, dass sich ein netter Verein hier um die Erhaltung der Sache kümmert, alles hegt und pflegt. Und da gab es auch mal ein Problem bezüglich Restaurierung, weil die Künstlerin, die das restauriert hat, hat wohl gemeint, das wäre alles früher weniger farbenfroh gewesen. Und hat das ja relativ weiß und Gold und Silber gehalten, während es aber angeblich im Originalen viel bunter war, was für die katholische Kirche auch sehr typisch ist, weil die ja gerne ihre Geschichte immer mit Bildern erzählen. Und wir sind heute hier auf der Taguntersuchung, machen eine Grundmessung, so gut es geht, das heißt thermal und energetisch natürlich auch mit den K2 für die EMF. Ghostbox haben wir auch dabei. Wir haben natürlich noch ein paar mehr Sachen dabei, schauen mal, was wir draus machen. Will jetzt noch nicht zu viel versprechen. Auf jeden Fall werden wir aber nochmal nachts herkommen und ein bisschen uns vertiefen mit stationären Aufbau. Wir haben viele Videos gesehen. Grundlegend soll wohl hauptsächlich bei der Antoniuskapelle und bei den verschiedenen Wegen und Bänken Berührungen sein, Geräusche und Energiefelder. Ja, und wir überprüfen einfach mal, ob wir das auch aufzeichnen können und was wir dokumentieren können. Das ist so unser Ziel. Ja, denn viel Spaß und ja, wir sehen uns gleich. Bis gleich. Ja, hier beginnt, sagen wir, der heilige Rundweg, wo die verschiedenen Stätten dargestellt werden. Jan kennt ihr ja schon, der ist heute der Mann an der Ghostbox. Das ist der Manfred, wie ihr seht, der hat das K2 in der Hand, der nimmt heute die EMF-Messung vor. Und ich selbst bin hier mit der Thermalkamera unterwegs. Und was wir heute natürlich, wie angekündigt, im ersten Schritt machen, ist, dass wir erstmal eine Grundmessung machen und schauen, ob wir es da auffangen können. Und der Jan, der hat wohl schon kurz was gehabt. Ja, ich hatte gerade, als ich hier in der Nähe von dem Objekt hier war, so ein seltsames Stöhnen oder sowas. Aus der Ghostbox aber. Ja, so ein Okay. oder so ungefähr. Und wie ihr hört, die ist auch so eingestellt, dass da kein Radio durchkommt. Also der Wobbelfilter funktioniert definitiv. Sonst hätten wir die ganze Zeit schon irgendwelche Phrasen gehört. So, machen wir erstmal einen kurzen thermalen Rundblick. Irgendwas Spannendes sehen. Fokussier dich, fokussier dich. Ihr seht hier alles so rund 10 Grad, natürlich bis auf uns. Wir sind natürlich deutlich wärmer. Ansonsten ist thermal jetzt nicht viel zu erkennen. Ich werde aber natürlich das dann wieder einblenden, wenn wir denn eine Thermalanomalie haben. Wie es hier schon stehen steht, hier ist der Anfang der heiligen Orte. Wir gehen die jetzt einfach so schön rundum lang und wenn einer was hat, meldet er sich natürlich. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. So, ich habe ja gesagt, das sind insgesamt so ungefähr 60 kleine Kapellen, Stifte etc. Hier ist wohl der erste mit. Bitte lauter. Warum sind da Fußabdrücke auf dem Boden? Da war mal eine Figur anscheinend, die ist weg, würde ich schätzen, oder? Oder ist es einfach symbolisch, dass als das der Weg. Heilige Geist ist, weil der da nicht da ist? Ja, wahrscheinlich so, aber wirklich eher Irgendwas so. Symbolisches stimmt. Genau, die Nummer kann ich vielleicht immer mit 18 und 25 zuordnen.
Also ich glaube nicht, dass er irgendwie mal was gestanden hat. Ich glaube, er ist einfach gewollt, dass da so zwei... Ja, nee, du hast recht, das wird gewollt sein. Weil wenn eine Figur da stehen würde, dann wären die Zehenabdrücke nicht so. Ja. Dann wird einfach nur eine Lücke sein. So. So, das bisschen Warme, was wir sehen in dem Bleiglasfenster, ist unsere thermale Spiegelung, das ist nichts Besonderes. Ich bin der Jan, das ist der Eckbert, das ist der Manfred. Und hoffe natürlich mit sämtlichen Entitäten, wenn denn irgendwelche Entwege hier anzutreffen sind, reden zu dürfen. Du kannst einfach ganz normal mit uns kommunizieren, wenn du das denn möchtest. Kannst du natürlich auch anfassen, ja? Aber nicht, dass es uns schaden würde. Und auch nicht in übermäßiger Härte, sagen wir es mal so. Und du darfst uns natürlich auch nicht folgen. Genau. Wenn wir den Ort wieder verlassen. Genau, das wollte ich am Ende nochmal sagen, aber das können wir jetzt auch direkt machen. Genau, wir besuchen dich und nicht andersrum. Genau. Und was auch schon dem Manfred aufgefallen ist, hier im Wald liegen irgendwie verstreut, nenne ich es jetzt mal, ein paar Steinplatten. Jetzt ist natürlich die Frage, sind das Überbleibsel von alten Grabsteinen oder wozu gehörten die? Weil, wenn ihr euch mal die Platte anschaut, die ist eindeutig geschliffen, also gewollt so. Entweder ist es noch Rest von irgendeinem Weg, von einer Stätte, oder ist es halt wirklich noch was, was vom Grab kommt. Wie der Jan schon sagte, wenn hier jemand ist, darf er sehr gerne mit uns kommunizieren. Dafür sind wir ja heute da. Genau. Ganz ehrlich, sehr glatt hier. Wir haben gerade schon eine Art Stöhner gehört. Warst du das? So wie ihr seht, da im Wald, nenne ich es mal, großzügig, das würde ich sagen, ist eindeutig ein Grabstein oder einfach ein Stein, der wirklich ungünstig gefallen ist. Auf jeden Fall ist da was, aber wir haben ja einige dieser Sachen. Sieht doch so aus, als wenn das Abmahn begangen wird. Hm? Es gibt auch eine Inschrift auf dem Stein. Ich kann es, also ich sehe, dass da irgendwelche dunkle Vertiefungen sind, aber ich kann es nicht lesen. Es sieht aus wie was reingeritzt. Genau, aber beschriftet ist es. Das auf jeden Fall, aber das muss schon echt alt sein. Wir zoomen mal ran. Ja, mit Ranzoom könnten wir eventuell was lesen. Das müssen wir mal von besserem Winkel aus machen. Oh, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallet. Interessant finde ich auch, dass wir hier verschiedenste Schriftarten haben und verschiedene Varianten des Deutsch. Wir hatten ja vor uns gerade Altdeutsch mit dem S, das wie ein T ein bisschen aussieht, oder wie ein F. Ja, muss ich mal gucken, ob ich das im Videoschnitt lesen kann, mit bloßem Auge nicht. So, alleine schon das Aussehen ist so toll. Also selbst wenn wir heute nichts finden, lohnt sich eigentlich der Besuch allgemein. Da ist ein Totenkopf, ne, mit dem Schädel, ja. Hier, ja, da, der Weiße. Ach so, ah ja, das ist ein typischer Fall von Pareidolie, aber ja. Wie so ein, ja, ist cool. Ja, ist cool. So. Ich hab grad mal versucht wegen Beten, hab grad mal das Vaterunser hier angestimmt, aber ist jetzt keine Reaktion gewesen. Ich überlege, welche Szenen das überhaupt darstellen kann. Aber gut, ich kenne die Bibel jetzt nicht auswendig. Ich steht einfach nur, wachet und bete, damit ihr nicht in Versuchung fallet. Ja. Hat er dann ein Schwert? Der hat ein Schwert, ne? Ja, würde ich sagen, ein Kurzschwert hat er. Ja. Könnte auch ein Kopis sein, oder? Wohl, weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall toll aus. Ist hier jemand? Nee, alles ganz ruhig aktuell. Okay. Ist schon ein bisschen makaber, dass die Spitzen so rot aussehen, ne? Mhm. Muss ich jetzt eigentlich sagen. Ja.
So schön das hier auch ist, aber es ist sehr, sehr glatt. So, wir haben hier die nächste. Nummer 3. Das sind echte. Ne? Schade, dass die Sonne nicht da ist, nicht? Mit den Fenstern. Ja. Der hat jetzt noch keine Sonne. Oh ja, aber schau mal, die Kerze, das ist eine echte, ne? Ja. Da kommt jemand regelmäßig. Auf jeden Fall. Können wir auch natürlich ganz leicht testen. Nein, kann man rein, theoretisch. Aber wenn man sich die verschiedenen Gruppen anschaut, haben die von gesamten Rundwegen immer irgendwelche Stimmen oder sowas. Ja. Deswegen habe ich gesagt, ich habe das Ding sonst nicht so gerne an, weil das nervt mich auch ein bisschen immer. Also bei den meisten ist wohl wirklich in der Nähe immer von diesen Stationen was und auf den Parkbänken, ja, die hier so rumstehen. Aber es kann auch gut sein, dass wir tagsüber nicht was haben, weil die meisten sagen, tagsüber fühlt sich alles toll an und nachts auf einmal wird es komisch. Ja, ich meine, du bist hier komplett im Dunkeln. Ich weiß. Suggestion ist da schon ganz wichtig. Und dann hast du diese Figuren, die sind so ein bisschen heller, die sieht man dann vielleicht noch. Also deswegen, spannend ist es auf jeden Fall. So. Na, da führt man wohl einen Weg hoch, aber der ist wohl gesperrt. War was? Jetzt nicht. So, der nächste Stift. Jesu. Ja, jetzt wird schwer. O Jesu, gebunden als Gefangener. Sei mir gnädig. Genau, das ist der Stift. Da war gerade was. Hat sich angehört wie irgendwie Sprachfetzen. Oder irgendwie Fetzen von irgendwas. Okay. Könntest du das bitte wiederholen? Das fühlt sich an wie ein Störsignal, wie als wenn elektrische Welle das Signal stört. Das Geräusch hatten wir noch nie. Okay. Das hört's. Er wird Wege, Störsequenzen auszuschließen, etwas kalibriert. Das heißt, du müsstest wahrscheinlich ein bisschen mehr Energie aufbringen, um mit uns in Kontakt zu treten. Falls du das denn wünschst. Ihr seht natürlich, da wir uns hier so gut wie in der Natur finden, ist alles mehr oder weniger gleich warm. Hast du den Filter wieder runtergesetzt, ne? Ja. Das ist anscheinend ein permanentes Signal, was wir hier kriegen. Vielleicht jetzt hier bei der Bank mal. So. Mach mal einen kurzen thermalen Rundumblick. Hast du hier gearbeitet? Das sind die Nummer 6 hier. Zeige ich euch gleich näher. Schauen wir erstmal, ob wir irgendwas finden, thermaltechnisch. Ja, irgendwas ist ordentlich am Interferenzieren hier. Dann lass den Filter, wie er jetzt ist. Dann. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das permanent irgendwelche Signale sind. Okay, das Gebäude sieht schon deutlich moderner aus. Der Manfred misst ja auch schon eifrig mit dem K2, weil wir auch schon gesehen haben, dass oft bei den Parkbänken Aktivität bemerkt wurde. O Jesu, im weißen Kleide verspottet, sei mir barmherzig. Ja, so der Leidensweg, Christi, hier. Damit fängst du an.
Hast du was? Bin mir nicht ganz sicher. Das klang wie so eine... Also. Falls du das warst, kannst du es eventuell nochmal machen? Knarren des Gitters aus Metall. Klassiker. Ich stehe jetzt ganz nah bei dir. Hörst du mich? Da war kurz was? Ja, da war wieder das, was. Aber das war nicht komplett. Vorher weggedingst wurde quasi, vorher weggefiltert wurde. Kam jetzt wieder ganz leicht durch. Findest du es frevelhaft, wenn ich hier stehe? Hinter diesem Gitter? Möchtest du, dass ich von dem Gitter weggehe? Was verbindet dich mit diesem Ort? Ich bin erstaunt, wie weit man die Straße hört. Hast du was Konkretes? Nee, aber ordentlich wieder. Interferenzen, ja, ich höre sie auch. Ich würde sagen, nochmal höher, denn den funktioniert nicht. Nee, wir lassen es jetzt so und achten nur auf was Konkretes kommt. Dass das nicht nur plopp, plopp, plopp ist. Möchtest du mit uns kommunizieren? Ihr seht, das ist die Nummer 7 hier. O Jesu, an der Säule gegeißelt, verzeihe mir meine Sünden. Hier ist auch nichts wärmer oder kälter. Ehrlich gesagt bin ich hier wirklich sehr gern unterwegs. Also am Tag ist es wunderschön hier. Ich bin ja jetzt nicht kein Christ, aber ja, das ist Kontemplation, sage ich mal dazu. O Jesu, als König verhöhnt, erhöre mich. Oh, selten die Darstellung mit der Ehre. Bei dem Wortspiel zu bleiben, könntest du uns vielleicht die Ehre erweisen, mit uns zu reden. Natürlich geht auch körperliche Kommunikation, also berühren oder so etwas natürlich, falls du das möchtest. Manfred, was siehst du? Ist alte Laube da? Ja, ist das irgendwie ein Schrebergarten hier mittendrin? Nochmal die Frage. Ist das irgendwie ein Schrebergarten hier so mittendrin? Glaube ich nicht. Ich glaube, hier sind das... Das ist ja eingezäunt komplett. Vielleicht wurde das aber mal genutzt und das hier ist die neuere Variante. Manfred? Gucken wir erstmal bei dir nach, Manfred. Wegen diesem, nehmen wir es mal Schrebergarten. Schon länger kein mehr lang gelaufen hier. Nee. Nee, das ist verwittert, das hat man hier gelassen, das war wahrscheinlich zu kompliziert, man hat dann die neue hochgesetzt, schätze ich jetzt einfach mal. Und da ist so irgendwie so ein recht merkwürdig. Nee, das ist auch so eine Trennwand, die du von den Gärten kennst. Und hier sieht man, vor kurzem ist hier noch jemand lang gefahren. Also das müssen wir so erstmal ausstalten. Okay, dreht mir die kurz. Du spielst mit der Kamera und Thermalmann. Ich kümmere mich um die Justierung. Stimmt irgendwas nicht. So. Hier haben wir das nächste. Die Aufopferung des heiligen Kindes. Maria. Sehr schön gearbeitet auf jeden Fall. Hier sind überall
Spinnen. Aber wie ihr seht, hier ist alles gleich warm. Keine Anomalie zu sehen. Oder vielleicht so ein bisschen festhalten, vielleicht sind wir ja irgendwie Spanner davor. Der ist das. Das ist nicht gut. Das weiß ich natürlich nicht. Aber das habe ich schon nicht gesehen. So. Das ist der weitere Garten Maria. Vermählung der heiligen Maria und Josef. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr schön gearbeitetes Reliquat hier. Aber wie man sieht, ist auch hier keinerlei Abweichung der Wärme zu erkennen. Da war klar, ne? Also hier nochmal, war klar, dass der Bereich videoüberwacht wird. Man möchte ja hier keine Randalen haben. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Maria-Gedicht. Wie Manfred gerade schon sagte, die Kapelle ist anscheinend zu, obwohl das ja eigentlich nicht der Fall sein dürfte. Ist ein bisschen traurig. Ich kann gerade meinen Atem sehen, komisch. So kalt ist es doch eigentlich nicht. Sehr schön gearbeitet, diese Fresken. So, ich mache jetzt kurz einmal das linke, also quasi jetzt hier das letzte auf der zur linken. Dann werden wir mal zurückgehen und uns mal die anderen Sachen anschauen. Der berühmte Esel der Maria und Jesu anscheinend getragen hat. So, das Haus Nazareth steht da jedenfalls. Nummer 11. Gut, dann wollen wir mal gucken hier. Mal ganz schnell. Huch. So, aber hier sieht man was. Mal sehen, ob ihr auch verzieht. Ich versuche mal ein bisschen. So, hier seht ihr. So, jetzt sieht man das scharf. Gegrüßet seist du, Maria. So. Den du, O Jungfrau, Entschuldigung, empfangen hast. Naja. So, mal einen kleinen Thermalblick. Wie gesagt, wir haben die immer vor Augen, aber natürlich nicht immer vor der Kamera, damit wir euch nicht dauernd damit stören. Schleife eingestellt, ne? Gut, wir sollen ja auch ein bisschen Ruhe hier waren. Interessante Skulptur. Falls irgendwelche Entitäten mit uns reden möchten, könnt ihr das immer noch tun. Diesmal
Das ist wirklich ein Stalaktit, ne? Das ist ein Stalagmit. Ja, mein ich ja. Obwohl. Aber auch filigran, wie das hier gemacht ist. Das ist schön gemacht. Da wird ja gesagt, dass aus Schiefer und aus Abfallprodukten der Kohleindustrie hier gemacht wurde. Ah, okay. Das kann sein, dass das irgendwelche Gesteinsschindeln oder so etwas oder sind. Schlacke? Oder auch Schlacke. Vielleicht? Schlacke gab es auch, genau, Schlacke wird auch benutzt. Könnte sein, dass man die eventuell so ein bisschen geformt hat. Man weiß es nicht. Aber der Stein hier, das ist Quarz. Ja. Das hier sind Quarzsteine. Das hier ist relativ reiner Quarz, schätze ich mal. Und das dürfte Quarzit in der Richtung sein. Dieses Gestein, Quarz und alles, was in der Richtung geht, hat ein Iongitter, was eine sehr freie Bewegung von Elektronen und Ladungsteilchen erlaubt. Das bedeutet mal, nicht komplett wissenschaftlich gesprochen, das ist ein guter Ladungsträger und Verteiler. Und die Energiethese, die ja davon ausgeht, dass Energie an Orten gespeichert ist und wieder frei wird unter gewissen Bedingungen, ist natürlich begünstigt durch Gesteine, die Energie gut speichern können oder Materialien allgemein. Und deswegen könnte das hier durchaus ein Hotspot sein. Mal aus der Nähe nebenbei der Mammutbaum. Das ist Wahnsinn. Also wir sollen ja auf den Wegen bleiben, aber ansonsten würde ich gerne mal da hingehen. Der Durchmesser. Also der Durchmesser ist mindestens 1,50. Ich guck mal einmal hier auf das Ding so ein bisschen. Ganz, ganz. Den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Ja. Da können wir ja theoretisch auch Sachen mitnehmen zum Monitoring, oder? Wo wolltest du es aufbauen? Ja, die Sache ist die, Monitoring müsste mindestens aber einer vor Ort bleiben, damit es uns keiner wegklaut. Auch wenn da steht, nicht klauen, das dann hoffentlich auch für uns gilt, aber... Aber ich weiß nicht, ob man das hier direkt oft in der, am Tag auch direkt aufbauen sollte. Ich weiß auch nicht, ich fühle mich... Das klingt vielleicht blöd, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich störe jemanden damit. Ja. Obwohl niemand hier ist. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt psychologisch bedingt ist oder weil ich super nett bin. Beides. Also einigen wir uns darauf, wir machen heute wirklich nur Begehung. Ja, es bringt glaube ich nichts, oder? Ich weiß noch nicht warum. Eigentlich habe ich, also Großergarten Dresden ist auch ein offenes Gelände, da hatte ich kein Problem mit Monitor am Tag. Hier habe ich so das Gefühl, ich mache was Falsches. Ja. Ja, weil. Ja, weil. Ja, weil. Dritter Schmerz Maria, Verlust des Jesusknaben. Der Knabe Jesus aber blieb in Jerusalem zurück, ohne dass seine Eltern es merkten. Lukas 2,43. Führe alle Suchenden und Irrenden heim zu Gott. Heilige Maria, Mutter Christi, bitte für uns. Das ist aber noch das Farbliche, ne? Ja. Dazu will ich vielleicht noch sagen, eine Gruppe, die hier war, hat ja den Namen Azrael oder Azazel gehört. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Azrael ist ein Engel, sage ich mal, im Islam und Judentum. Und Azazel ist halt ein jüdischer Dämon. Und man muss zwar bei den jüdischen Dämonen vielleicht wissen, diese Redewendung Opferlamm kommt daher, weil bei Yom Kippur die Sünden auf ein Lamm gelegt werden. Das wird dann in die Wüste getrieben zu den Dämonen, während ein anderes Lamm im Namen des Herrn sozusagen geschlachtet wird. Nebenbei die Straße, die führt hier mitten durch das Ding durch, deswegen sind wir ganz nah dran. Da ist es jetzt gerade sehr laut. So, ich lasse meinen Manfred mit dran. Vierter Schmerz Maria. Begegnung auf dem Kreuzwege, schaut mit mütterlicher Güte auf alle, die das Kreuz des Lebens
niederdrückt. Heilige Maria, Helferin der Christen, bitte für uns. Und da oben ist dann das entsprechende Porträt. Und sehr gerne halt im katholischen Glauben auch der Engel oben drüber. Mit dem Kreuz darüber natürlich. Ja. Nicht vergessen. Das Gedächtnis der Gerechten wird fröhlich sein oder so. Ja. Diese Gelben Männer sind hier irgendwie überall, ne? Ja. Wird löblich sein, oder? Löblich sein. Das ist ein L. So, dann ist das Nummer 5, wer hätte es gedacht? Fünfter Schmerz Maria, Maria unter dem Kreuze. Die kreuzigten ihn, Lukas 23, 33. Im Schmerzen bist du unser aller Mutter geworden. Und Mutter der Gnade, bitte für uns. Thermal ist da nicht viel zu sehen. Der Manfred geht mal gleich mit den K2 hin für EMF. Das ist aber auch wieder ein anderes Ding. Das ist quasi... Nur ein bisschen vergrünt. Das ist wieder anders, genau. Ja, also nur diese weißen Tafeln sind eigentlich so nach Motto, ich bestelle die alle mal und dann schaue ich mal, was ich danach, wenn ich Setup habe. Das ist schon wieder weniger detailliert und vor allem weniger farbig. Ja, das ist dann der sechste Schmerz Maria. Jesus auf dem Schoße der Mutter, ihr alle, die ihr vorübergeht, merket auf und schauet, ob ein Schmerz gleich sei meinem Schmerze. Mutter Maria, lass alle Wunden Heilung finden. Vorbild der Leidenden. Also sie hat ja auch immer bei jedem einen eigenen, ich nenne es mal Untertitel. Und man merkt natürlich, dass das hier die Jesusgeschichte ist, aber Maria so ein bisschen mit im Vordergrund steht. Wenn man mal schaut, das da oben ist schon ziemlich weit verblasst. Man kann eigentlich nur noch das untere lesen, Gottesmutter. Das andere muss dann wahrscheinlich sechster Schmerz sein oder so ähnlich. Genau, von hier sieht man. Okay. So, dann ist da der siebte Schmerz. Siebter Schmerz, Maria. Grablegung Christi. Man legt ihn in ein Felsengrab, Lukas 23, 53. Lass unsere Toten deiner mütterlichen Fürbitten anbeholfen sein. Heilige Maria, Pforte des Himmels, bitte für uns. K2 waren kein Ausschlag hier, ne? Nein. Okay. So, wie ihr auf der Thermal seht, ist hier nichts Besonderes. Aber das ist auch nicht so schlimm. Die meisten behaupten ja, es wäre hier nachts erst unangenehm. Schwer vorstellbar, aber wir werden sehen. Ich frage mich, was meinst du, ob das Judas sein soll? Ich wundere, das K2 ist an, oder das ist unser Schwaches, also vom Licht her Schwaches. Das leuchtet nur wirklich, wenn er, oder man sieht es wirklich nur, wenn eine Energiequelle da ist. Wow. Das ist ein sehr sehr schön. Der sieht man auch auf der anderen Seite der Straße ist, sondern nicht. Ja.
Also Manfred hatte ja vorhin schon gesagt, er hört einen Springbrunnen und meint ihn auch gesehen zu haben. Jetzt sehen wir ihn definitiv. Da ist die Antoniuskapelle, die dir am interessantesten ist. Also die Kapelle jetzt ohne Flachs bis zur Tür geht, wenn du reingehst. Bedrückend. Ja, richtig bedrückend. Okay. Nebenbei, Gerät, groß, ne? Gerät funktioniert wieder. Die Batterie war wirklich so weit runter, dass es irgendwie was Seltsames gemacht hat. Ah. Ja. Ich habe es wieder neu kalibriert. So, bevor wir jetzt aber an die Antoniuskapelle gehen, die berüchtigte, sage ich mal, mal kurz der Rundumblick hier. Ganz ehrlich, die Türen sind ja schon alleine geil. Ja. Also die findet man so nicht wieder. Da oben steht es auch. So richtig unwillkommen. Ganz, ganz komisch. Kleiner Moment, stehst du? Wer etwas hat verloren, Antonius ist erkoren. Den Suchenden in die Hand zu reichen und das Verlorene zu zeigen. So bitt den Heiligen mit Vertrauen. Er wird in Liebe auf dich schauen, dir helfen stets in solcher Not. Sei liebend, dankbar bis zum Tod. Dem Suchenden die Hand zu reichen. Okay. Das ist. Sorry, ich finde die Pforte einfach geil. Weißt du, alleine ist es schon deswegen bedrückend, weil es so ein krasser Übergang von hell zu dunkel ist, finde ich. Also, ich habe jetzt keine besonderen Einstellungen hier. Ist relativ gemütlich bis jetzt. Es hieß draußen, man soll den heiligen St. Antonius ja um etwas bitten als Suchenden. Heiliger Antonius, ich suche nach Antworten. Kannst du mir helfen? Mein Name ist Egbert, der Mann mit dem rauschenden Gerät ist der Jan, der andere Mann hinter mir ist der Manfred. Wie heißt du? Vor uns waren noch andere Gruppen hier. Warst du auch dort? O heiliger Antonius, gib uns ein Zeichen. Das ist eine Spendenkassette, oder? Mhm. Ja, Kollekte. Dank dem heiligen Antonius. Ja? Vor. Kann ich jetzt dahin? Bitte. Danke. So. Wer etwas hat verloren, Antonius ist erkoren. Das ist das, was draußen mal dran steht, nur noch eine wunderschöne Schrift hier. Boah, ich mag die Schriftart. Ist hier jemand mit uns in diesem Raum? Du kannst gerne mit uns reden, wir kommunizieren. Was hast du gesagt? Du hast einen heiligen Antonius? Heiligen St. Antonius. Antonius, wir haben etwas verloren. Weiß uns die Richtung. Bitte, Amen. Jetzt ist es wieder da. Hier in einem Bauch ein Kitzel, ein bisschen. Ja, ich hatte sehr das angenehm. Quasi am Rücken hatte ich das quasi. Es geht von hinten nach oben hin und das kribbelt so ein bisschen. Das ist angenehm.
Vielleicht solltest du mitgehen. Oh. Ich glaube, das war bei... Ja, ja. Das war, als ich an den Fänger gekommen bin. Ich würde mal gerne wissen, was bei Manfred ist. Ich bin so... Leichtes ASMR-Gefühl, finde ich. Ja, wie gesagt, bei mir war es so wie Kitzel am Bauch. Ja. Oder bevor du gepinselt hast. Ja, ich mag das. Ja, ist gut. Woran liegt das? Das Gestein ist nicht besonders. Hier ist auch keine Elektrik. Also aus, was wir mitgebracht haben. Das ist noch kein Wind oder so. Nee. Das werde ich jetzt bereuen. Ganz normales Holz. Nichts Besonderes.